Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge ohne Stream von der Hof Bergmann. Auch heute wieder nach getanem und abgeschlossenem Modding einfach noch mal eine Runde entspannen. Wieder ohne Lenkrad, ohne alles. Und dann mal schauen, wo wir denn beim gewesen sind. Ich denke, wir waren beim Grubbern. Aber es ist ziemlich spät. Und es wird schon dunkel. Wir sollten einfach erstmal schlafen. Einfach mal bis morgen früh um 7. Draußen wird's hell. Oh, Hofkatzen haben noch zwei Dosen. Haben sie noch? Das reicht für 18 Stunden. Dann kriegen sie jetzt mal was Neues. Die Beine. Hier steht auch schon wieder alles voll. Den Salat, den können wir erstmal. Wie viel Salat brauchen denn die Kaninchen? Oh, da passt natürlich nicht mehr viel rein, aber ich würde sagen, da können wir noch ein bisschen Äpfel reinpacken. Oh. Ich würde sagen, das mag er nicht. Boah. Ja, die bewegenden Paletten auf der von Scheins. So, haben wir jetzt hier genug Salat drin. Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich habe mir hier Autolot eingebaut. So, damit ist der schon mal erledigt. Auf zum Schrebergarten. Definitiv brauchen die Weinreben Wasser. Und hier stehen ja auch schon ein paar Kisten rum. Die könnten wir ins Kühlhaus fahren. Ist noch ganz schön düster um die Zeit, ne? Mal Lampe an.
Papier soll nichts drin, ne? Ja, soll nichts drin. So. Damit sind die Weinreben erstmal versorgt. Erstmal vielleicht auch einschalten, damit das Ding funktioniert, ne? Ist leer. Mal gucken, ob das mit dem Autoload jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir nämlich vorgestellt, dass wir einfach das, wovon am meisten da ist, einfach morgens abholen. Hey, okay, muss ein bisschen näher ranfahren. Dieses durch die Gegend fahren, das macht sogar Spaß. Finde ich. Nur dieses von Hand auf die Kisten kramen, das gefällt mir persönlich nicht so. Fahrrad steht hier eigentlich im Weg rum. Das ist jetzt gerade. Euch wollte ich aber eigentlich nicht mitnehmen. Ich habe wieder vergessen, wie viele Äpfel hier reingingen, aber irgendwann wird da nichts mehr rüberladen. Doch ein bisschen was. Ne, Gurken, Blumenkohl, Salat.
So. Gurken werden hier nicht angenommen. Und Tomaten. Na, das ist doch mal richtig schick, oder? Ich find's richtig schick. So, und jetzt? Können wir mal weiter grubbern. Damit wir noch ein bisschen Geld zusammenkriegen. Können natürlich auch mal gucken, was haben wir denn jetzt nach der Zeit an Auftragsweg? 47.000 haben wir jetzt hier an aktuellem Wert. 75.000, wenn wir sie zu Höchstpreisen verkaufen. Aktuell nix da, was übermäßig viel bringt. Ne? Gurken haben wir im Moment, ne? Alles hat im Moment einen niedrigen Preis. Da warten wir erstmal ab. Weitere Aufträge. Es gibt noch einen weiteren Grubberauftrag. Jawohl. Den nehmen wir uns auch direkt. So, das hier scheint die längste Strecke zu sein. Oh, Feld 10, das ist direkt hier nebenan. Ein riesiges Feld. Okay. Das wird dann im nächsten Stream wahrscheinlich länger dauern. Aber die Ausgaben für den Grubber haben wir dann zumindest schon mal zurückverdient, ne? Das ist ja was. Mit dem vierten Grubberauftrag.
20%, das ist nicht viel, ne? Das ist nur ein kleines Feld. Naja, wegen Precision Farming tun wir unsere eigenen Felder natürlich nicht grubbern. Wir benutzen immer die Direktsaat. So, jetzt sollen wir das noch mal hier ausprobieren. Automatisch umdrehen. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. So. Soll danach nach minus 4 gehen. Meter vor dem Ende. Das sieht doch schon mal nicht gut aus. Und in der nächsten Folge sehen wir, ob das Ganze auch funktioniert, wenn wir hier einfach nur zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.